Sieh an, wer beschlossen hat, aufzutauchen. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist Sandvari. Ha, wusste ich's. Er ging zu den Völlendyrminen, um seinen Fehler zu sehen. Aber ein Seelenfresser griff an. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Sandvari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug. Und einen prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Ihr beiden nehmt Sandvari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastle ich etwas echt Nettes für euch. Hey, hey, vergesst euren Zugangstein nicht. Sandvari findet es nicht gut, dass wir seine Sachen nehmen. Das ist mir egal. Das werde ich ihm nicht sagen. Sandvari sagt, dass der Zwerg zu seinen Leuten gehört. Dass er wegen seiner Fehler gestorben ist. Er klingt traurig. Die Trauer des Rings ist von geringer Bedeutung, Junge. Yeah!
hat ihm nicht gefallen. Er warnt uns nicht, darunter zu gehen. Hör auf den Ring zu hören, Junge. Ihm ist nicht zu trauen. Zum Schweigen, Junge. Ich weiß nicht wie. Ein Seelenfresser. Und ein Sprenger. Pass auf.